Heute möchte ich euch den neuen Effekt 3D-Kameraflug vorstellen, den ihr in Video Vision und Stages 2024 findet. Dazu gibt es wieder ein Anwendungsbeispiel und ich zeige noch einige weitere Neuerungen. Ich befinde mich in Video Vision 2024 und in der Toolbox könnt ihr bei den Objekteffekten den 3D-Kameraflug sehen. Nicht zu verwechseln mit dem 2D-Kameraschwenk, den ich bereits in einem Video vorgestellt habe. Ich verlinke das auch nochmal oben rechts. Im Gegensatz zum Effekt 2D-Kameraschwenk berücksichtigt der 3D-Kameraflug beim Betrachten der einzelnen Stationen auch deren Lage im 3D-Raum. Die Kamera dreht sich sozusagen direkt auf das Bildmotiv zu, während beim 2D-Kameraschwenk nur die Fläche abgefahren wird. Fügt man den Effekt ein, hat man bereits 4 Platzhalterbilder darin, die unterschiedlich im 3D-Raum gedreht angeordnet sind. Markiert man die einzelnen Platzhalter, sieht man deren Position im 3D-Raum und auch, ob sie zum Beispiel wie hier gedreht sind. Und beim Abspielen wird dann an das Motiv herangefahren. Ganz automatisch erfolgen gedrehte Kameraschwenks im 3D-Raum. Alle Objekte im Effekt erhalten die gleiche Länge und stellen jeweils eine Schwenkstation dar. Von den Einstellungen her ist der Effekt relativ übersichtlich. Je größer die Standzeit, desto länger werden die einzelnen Stationen, also Bilder, betrachtet und desto schneller erfolgt die Schwenkbewegung. Der Zoom bestimmt, wie weit die Kamera an die Inhalte heranfährt und somit auch, wie viel vom Umfeld während einer Einzelbildbetrachtung zu sehen sein wird. Setzt man das Häkchen bei erstes Objekt als Umgebung verwenden, stellt das erste Objekt im Effekt keine Schwenkstation dar. Mit ohne Rückkehr in die Ausgangsposition wird direkt von Bild zu Bild gefahren, ohne dass die Kamera zwischen den einzelnen Bildern in die Ausgangsposition zurückgefahren wird. Man kann dann einfach seine Bilder auf die vorhandenen Platzhalter ziehen und die Bilder übernehmen dann die Position und Lage der Platzhalter. Die Platzhalter können auch entfernt werden. Dafür einfach das Bild markieren und die Entfernen-Taste auf der Tastatur drücken. Ihr könnt die Bilder im Layout-Designer verschieben, den Zuschnitt ändern, sie drehen. Das erfolgt dann für jedes Bild direkt im Layout-Designer. Ihr könnt zusätzliche Bilder einfügen. Die erste Platzierung erfolgt wieder im Layout-Designer. Da sieht man, wie die Bilder zueinander stehen. Und hilfreich ist auch die manuelle Eingabe, mit der ihr die Lage hier im 3D-Raum beeinflussen könnt. Ich spiele das Beispiel einmal ab. Und direkt im Anschluss auch nochmal die Variante ohne Rückkehr in die Ausgangsposition. Ihr könnt also direkt die Platzhalterbilder aus dem Effekt als Vorlage für eure Fotos verwenden oder aber auch komplett eigene Anordnungen produzieren. Ich füge den 3D-Kameraflug-Effekt noch einmal ein und entferne alle Platzhalter. Dann setze ich meine Fotos ein. Ich nehme einfach mal 7 Bilder. Diese Fotos markiere ich dann. Dann gehe ich hier oben auf Aktionen. Hier gibt es eine tolle neue Funktion in Version 2024. Objekte zufällig im Raum verteilen. Mit der Aktion können Objekten zufällige Positionen zugewiesen werden. Und damit ist die Aktion eine prima Ergänzung zum 2D-Kameraschwenk und auch zum 3D-Kameraflug. In diesem Fenster kann ich nun sagen, in welchem Bereich meine Objekte verteilt werden sollen. Für mein Beispiel sollen die Bilder zufällig horizontal verschoben werden, also einen zufälligen X-Wert bekommen. Sie sollen auch eine zufällige Y-Position erhalten und es soll eine Tiefenverschiebung erfolgen. Die Bilder sollen dazu leicht gedreht oder gekippt werden. Mit bestehenden Pfad ersetzen werden jetzt zufällige
Positionen und Drehungen für die Bilder errechnet und die Bilder alle im 3D-Raum verteilt. Ihr könnt die Position der Bilder natürlich auch wieder anpassen. Achtet darauf, dass die Bilder sich möglichst nicht oder nur geringfügig überdecken. Man könnte auch neue zufällige Werte für einzelne Bilder berechnen lassen. Ich spiele das einmal ab. Das geht jetzt noch relativ schnell, könnte für ein Intro aber funktionieren. Ich mache es aber gerne etwas langsamer. Um die Dauer des Effekts und aller innenliegenden Bilder zu erhöhen, nutze ich das intelligent Skalieren und setze den Wert hier auf 50 Sekunden. Jetzt hat man wesentlich mehr Zeit, die einzelnen Bilder zu betrachten. Spielt da also mit der Gesamtdauer des Effektes und auch mit der Standzeiteinstellung in den Effekteigenschaften. Bevor ich gleich noch zum Thema Hintergrund komme, möchte ich erst noch zeigen, dass man auch Texte einsetzen kann. Ich entferne ein Bild und hole mir aus der Toolbox ein Textobjekt. Das lege ich auch einfach in den Effekt. Es ist jetzt eine ganz normale Schwenkstation. Ich passe mir den Textinhalt, die Schriftart, die Größe und die Position des Textes an. Und das sieht dann so aus. Zunächst ist das erste Objekt im Effekt, also der Text, zu sehen. Und dann schwenkt die Kamera zum ersten Bild. Und vom ersten Bild dann zum zweiten Bild. Und dann so weiter. Ich finde, der Text unterstreicht nochmal schön diese 3D-Räumlichkeit. Also überlegt, ob bei euch nicht auch in den Effekt noch etwas Text mit hinein kann. Jetzt kommen wir, wie versprochen, noch zum Thema Hintergrund. Im Augenblick ist der Hintergrund einfach schwarz, weil da ist nichts. Ihr könnt aber wie immer einfach ein Bild dahinter legen. Ich verwende hier diesen Farbverlauf aus den statischen Hintergründen. Spielt man diesen ab, sieht man aber eben auch, dass er statisch ist und keinerlei Abwechslung bringt. Das nimmt vielleicht dann sogar wieder etwas vom 3D-Effekt. Besser wirkt dann vielleicht doch etwas Bewegung im Hintergrund, zum Beispiel indem man das Farbverlaufsobjekt nimmt und mit Kameraschwenk animiert oder auch in Stages den Farbverlauf direkt animiert. Oder man greift auf die neuen dynamischen Hintergründe zurück. Die neuen dynamischen Hintergründe findet ihr in der Toolbox unter den statischen Hintergründen. Und da zeige ich euch einmal zwei, drei. Den blauen Hintergrund entferne ich deshalb noch einmal. Und dann greife ich hier zur Schokolade. Dieser Schokoladenhintergrund besteht aus dem animierten Rauschen und ist in einer Flexikollage verpackt, einfach damit ihr darüber auch ein- und ausblenden könnt. In den Eigenschaften des Rauschens findet ihr dann verschiedene Einstellungen. Ihr könnt die Farbe ändern und auch, wie schnell sich dieser Hintergrund verändert. Und ihr könnt die Härte einstellen, das mache ich. Statt weicher Schokolade gibt es jetzt harte Schokolade. Dann noch die Dauer angepasst, damit die Animation auch über die gesamte Objektdauer stattfindet. Und abgespielt haben wir dann einen schönen animierten Hintergrund. Oder auch hier nochmal eine andere Variante, und zwar Topografie. Und hier nochmal eine Variante mit den dynamischen Zellen. Hier befindet sich das Rauschen auch noch in einer Verlaufsumsetzung, die für diese Farben sorgt. Ich entferne da einige der Farben und dann sieht das so aus. Schaut euch also ruhig einmal diese dynamischen Hintergründe genauer an und wählt vor allem, was zu euren Bildern, zu eurer Idee passt. Ich kehre noch einmal zurück zum hellblauen Hintergrund.
Zu guter Letzt zeige ich jetzt noch eine Variante mit Partikeln. Auch die sind immer eine prima Sache, um den Hintergrund zu beleben. Ich nehme hier dieses Partikelobjekt aus der Toolbox und ziehe es unter meinen Hintergrund. Und ich setze jetzt gar kein eigenes Partikel ein, sondern nehme hier dieses Beispielobjekt und färbe mir das per Bildeffekt, Farbfüllung. Und dann nehme ich hier so ein Gelb-Weiß. Okay, die Änderung sieht man dann auch gleich im Layout-Designer. Ich passe mir auch gleich die Dauer des Partikelobjektes an. Dann schaue ich in die Mini-Vorlagen. Da gibt es schon einige Partikelanimationen, die ihr für eure Zwecke verwenden könnt. Ich nehme hier Variante 12. Diese Vorlagen sind mit bestimmten Einstellungen gespeichert und ihr braucht dann nicht mehr so viel ändern. Manche Einstellungen lassen sich auch nur in Stages vornehmen. Ich stelle hier noch den Emitter auf gesamten Bereich und erhöhe die Vorglühzeit, damit auch sofort Partikel sichtbar sind, wenn das Objekt startet. Die Partikel fliegen jetzt nur im Hintergrund vor unserem blauen Bild, werden vom 3D-Kameraflug also nicht erfasst. Ich spiele es einmal ab. Ach, der Hintergrund hat noch eine Einblendung. Aber wir sehen, die Partikel bewegen sich im Hintergrund und davor findet unser Kameraflug statt. Noch interessanter wirkt der Effekt, finde ich, wenn er zusätzlich auch im 3D-Kameraflug stattfindet und somit sogar Bilder mit Partikeln überlagert. Ich kopiere mir mein Partikelobjekt mit gedrückter Steuerungstaste. Ich ziehe das kopierte Objekt direkt in den 3D-Kameraflug. Und nun sind auch die Partikel Teil unseres 3D-Fluges. Ich aktiviere am Effekt noch, dass das erste Objekt, also unsere Partikel, als Umgebung verstanden werden. Ich spiele das gleich auch noch einmal im Vollbild ab. Viel Freude beim Nachmachen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auch wieder über einen Daumen nach oben. Danke!